Was geht ab, Turtle hier und herzlich willkommen zum dritten Upload in dieser Woche am Sonntag und damit auch zur dritten Folge der Road to Compilation. Wir starten auch direkt ins erste Spiel. Der Gegner hat ein BPL-Team mit Ausnahme von Diego und wir starten direkt in die erste Minute, direkt vom Anschluss aus der erweiterte Rainbow Flick, der Volley von Schürrle, doch der Ball geht deutlich 10 Meter über das Tor. Zwei Minuten später, der Gegner mit seiner ersten Chance über Loic Remy, aber kein Problem für unseren Torhüter. In der 20. Minute, wir kommen über Hatem Ben Arfa. Der hat Lust, was zu zeigen. Ballroll Flick, den zieht er nach außen, dann mit den Übersteigern zieht er nach innen. Dann kommt wieder der Ballroll Flick, denn die Körper findet dann ein paar Übersteiger wieder nach innen. Dann will die Ballrolle angesetzt werden von Hatem Ben Arfa, aber er wird vom Ball getrennt. Nur ein paar Minuten später Matic mit dem Pass auf Ben Arfa, nein auf Tarab, der mit der Körperfinte mit dem Schuss angetäuscht, mit dem Breadback und dann mit dem Schuss, aber kein Problem für den gegnerischen Torhüter. 10 Minuten später der Gegner über Sturridge und dann ist der Ball drin. Unser Torhüter David De Gea springt in die andere Ecke, hat da spekuliert und das war die falsche Ecke in dieser Aktion. Genau auch wie hier, wieder wird er verladen und springt in die falsche Ecke. 2:0. Wir sind in der zweiten Halbzeit. Ben Arfa zeigt, was er kann. Mit dem Hokus Pokus, der mit dem Übersteiger, mit dem McGiddy-Spin und dann gibt es den Freistoß. Er wird vom Ball getrennt und den Freistoß führen wir schnell aus. Coutinho. Dann auf Matic, der schießt rauf. Doch kein Problem für den Torhüter. Noch Viertelstunde zu spielen. Hat denn Ben Arfa auf Tarab, der nimmt den Ball. Volley! Gefährliches Ding, aber kein Problem für Mignolet im Tor. Dann mit dem schlechten Abwurf, aber Schürrle fängt den Ball ab, spielt ihn auf Tarab, der kommt dann noch an den Ball, zieht er nach innen mit dem Dragback, der mit der Ballrolle zum Chop und dann wird er gefoult und es gibt einen Elfmeter. Steven Gerrard, wir haben es ja bewiesen, dass es jetzt langsam klappt und es klappt. Steven Gerrard mit dem 1:2, mit dem Anschlusstreffer, aber das war es dann auch in dieser Partie. Steven Gerrard mit dem ersten Elfmeter-Tor für ihn und damit auch zum Endstand vom 2:1. Wir haben leider nichts mehr geschafft und somit endet die erste Partie. Leider mit einer Niederlage für uns, aber was soll's. Zweites Spiel. Portugiesisches Ligateam ist wieder dran. Wir kommen gegen ein, ich will nicht sagen starkes Team, aber es ist recht stark, zumindest der Sturm mit Benzema und Lacazette. Starkes Mittelfeld ebenso mit Caballé und Matuidi. Wir kommen in die erste Szene. 11. Minute, schön gemacht von Nani, der mit dem Ballroll flickt, mit dem Übersteiger, der die Körper findet. Und dann sollte eigentlich der Rabona kommen, aber der kommt nicht und der Ball geht deutlich übers Tor. Silva auf Nani. Nani hat Lust. Hokus Pokus, Körper findet, McGiddy Spin und dann kommt der Rabona. Chigabala probiert dann noch was, möchte den Ball zurückzuflicken, aber das war eine richtig starke Aktion von Nani und ich muss euch sagen, Nani bringt richtig Spaß, damit zu spielen. Genauso wie Kureshma, der zeigt dir, was er kann. Zieht nach innen mit dem Spin, dann kommt der McGiddy-Spin, dann die Übersteiger zurückgezogen, Rabona-Flanke, Brustannahme von BB, aber der kommt da leider nicht mehr zum Abschluss. Der Gegner lässt auch mal was von sich zeigen, mit Karim Benzema wird das erste Mal geschickt und aber eine starke Parade von Rui Patricio. Direkt im Anschluss. Perez, langer Ball auf Quaresma. Der flickt ihn sich über David Luiz und dann der Schuss eher schwach. Aber das davor richtig stark gemacht. Der Gegner ein paar Minuten danach mit Benzema. Und dann schiebt er den Ball einfach ein. Überraschend und unverdient meiner Meinung nach. Aber da konnte Patricio nicht wirklich was machen. Aber in dieser Szene, 45. Minute, Patricio sieht da nicht so gut aus. Und damit steht es 2:0. Zweite Halbzeit, BB, gut abgeschirmt den Ball, denn schießt er einfach mal rauf, gehalten vom Torhüter. Doch denn der Abstauber von Chigabala, da hat der Torwart keine Chance und es steht auch nur noch 1:2. Dann wir mit Quaresma wieder. Der zieht nach innen, sucht eine Anspielstation, macht es aber dann selber schön gemacht mit dem Elastico Chop, dann der Spin, dann wieder angetäuscht, dann ein bisschen nach außen gezogen, aber dann verliert er wieder den Ball und es ist wieder eine Niederlage für uns. Wieder verlieren wir mit 2:1. Das ist jetzt schon die zweite Niederlage in dieser Folge am Stück und ich hoffe, das wird besser. Wir starten ins nächste Spiel
wieder mit unserem portugiesischen Liga-Team und dann guckt euch dieses Team an. Neymar, Suarez, Ibra, Bale, Ronaldo Team of the Season und David Luiz Team of the Year natürlich waren sie beide. David Luiz sogar im defensiven Mittelfeld, aber davon lassen wir uns nicht verunsichern. Richtig starke Aktion von Quaresma, kommt dann da nach innen gezogen, klappt aber nicht ganz, der Gegner klärt den Ball. 10. Minute, die erste Aktion von Cristiano Ronaldo. Schuss findet, Scoop Turn und dann knallt er rauf. Und ich muss euch sagen, hui Patricio, wir sehen es in der Wiederholung ganz schlecht. Entweder hat er die Reaktion gefehlt, ihm sind die Hände eingeschlafen. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall schießt Ronaldo ihn da an den Kopf und er zeigt da wirklich keine gute Leistung. Auch hier wieder nicht Patricio, doch Maicon kann noch auf der Linie klären. 26. Minute, Suarez, starker Pass auf Neymar. Und was macht Patricio da? Er kommt raus, gar nicht schlecht gemacht, aber denn das hier durch die Beine. Neymar hat da den Torhüter ordentlich auseinandergenommen und da sieht Patricio nicht gut aus. 38. Minute BB, stark gemacht, will dann rausschießen, klappt nicht. Chigabala nochmal, Fake Rabona, dann mit dem Schuss, aber auch kein guter Abschluss vom Ägypter. BB nochmal, Roulette, zieht dann nach innen mit dem Dragback, Schuss findet, flickt ihn sich hoch, will rausschießen, wird aber geblockt. Er kommt noch weiter, wieder mit dem übersteigenden Pass auf Chigabala und dann der Roulette-Back hier zum 2:1. Hast du gedacht, es war eine Abseitsstellung vom Ägypter. Aber er ist wieder am Ball, Chigabala. Kommt mit dem Ball-Roll-Flick, mit dem Roulette. Dann nimmt er den Ball sich perfekt zum Double-Touch-Exit. Und mit dem Reverse-Elastico. Aber im Endeffekt war das zu viel, der Ball geht auch wieder vorbei, kein schlechter Abschluss. Aber hier, BB, Fehler vom Gegner, wir sind in der zweiten Halbzeit. Doch, nicht gut gemacht vom portugiesischen Stürmer. Jetzt wieder mit Silva nach der Ecke, Volley, aber der Ball wird auch wieder gehalten. 7 Minuten später, wieder Ronaldo am Ball, Berberspin, Scoop-Tür. Und dann knallt er wieder drauf und da sieht Patricio wieder nicht gut aus. Meine Güte, 3 Torhüterfehler in einem Spiel. 3:0, das gibt es doch nicht. Wir kommen nochmal. 77. Minute, Nani. Schuss angetäuscht, der mit dem Quick Ball Rolls. Dann zieht er nach innen mit dem Dragback Fake Scoop Turn. Und dann der Schuss. Doch kein Problem für den Torhüter Iker Casillas. Nochmal. 85. Minute, Dragback von BB. Und er wird da von den Beinen geholt. Und das ist ein klarer Elfmeter. Und jetzt die Chance von Enzo Perez, da den Anschlusstreffer nochmal zu erzielen. Und das klappt auch ganz sicher verwandeln. 1:3 steht es. Und das ist auch so geblieben. Die dritte Partie haben wir verloren. 3:1 ausgegangen. Wir haben alle Partien hinten gelegen und machen dann das Tor spät und kommen nicht mehr ran. Damit haben wir auch wieder verloren. Aber ich hoffe, das wird in der nächsten Episode besser. Und es werden auch mal hoffentlich ein paar gute Skill-Tore bei rauskommen. Momentan tun wir uns noch ein bisschen schwer, aber ich denke, das wird sich ändern. Das war's von mir, Leute. Haut rein. Das war die dritte Folge von Road to Compilation. Wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Road to Compilation.